Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 2. Cortex schlägt zurück. In der letzten Folge haben wir Cortex platt gemacht. Und ja, wir haben, ich weiß nicht, 75% ja, gesammelt. Also fehlen uns noch 25% und das sind alles Edelsteine. Und ja, ich wollte eigentlich offscreen jetzt die ganzen Edelsteine, die man per Kisten bekommt, rausholen, aber das hat nicht geklappt. Doch, es hat geklappt, aber ich habe sage und boge einen Edelstein auf diese Weise bekommen. Alles andere steckt irgendwie mit Geheimnissen oder so in Verbindung und ja. Deswegen müssen wir alle so entdecken. Wir gehen jetzt in die erste Level rein, Turtle Woods, da wartet der blaue Edelstein, wie auch immer man den kriegt. Ich habe keine Ahnung. Ich mache auf jeden Fall nicht alle Kisten, das ist schon mal gut. Also muss ich irgendwas anderes hier machen. Ich habe währenddessen auch natürlich wieder ein paar Leben bekommen während meiner Suche. Das fand ich jetzt schon wieder sehr gut. Also ja. Warte mal, war nicht die Level, wo man... Warte mal, wie habe ich hier alle? War nicht da, wo man rechts lang muss und dann alle Kisten kaputt machen sollte? Das hat gar nicht mehr. Von nie im Leben 100 Dinger bekommen. Und hier ist so ein weiß nicht, so ein Typ halt. Bin ich da reingegangen? Also alle Kisten brauche ich nicht mehr. Deswegen muss ich irgendwas anderes machen. Ich weiß auch, dass man einige Geheimnisse, glaube ich, bekommt. Also so Plattformen, so Torsplattformen, freischaltet, wenn man bis auf dem Weg dahin nicht stirbt, glaube ich. Also ich bin mal irgendwie vor so einer Plattform gewesen, da bin ich abgestürzt und dann auf einmal ist sie weg gewesen. Hey, wollte schon sagen. Läuft auf jeden Fall besser als beim allerersten Part, wo ich irgendwie schon hier gefehlt habe. Bin schon ein bisschen beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Frage ist jetzt, was muss ich hier machen? Also, ich habe ja schon alle Kisten anscheinend, sonst hätte ich ja den Edelstein nicht. Also, was fehlt mir denn hier? Ich muss den blauen Edelstein bekommen, wie kriege ich den? Ist ein Bonus-Level. Bams. Versuche einfach mal nicht zu verrecken. Vielleicht schaltet sich dann wirklich irgendwie eine Plattform frei. Dann muss ich auch noch irgendwie diese Wasser-Level machen, wo ich mit so einem Surf-Dingen hier in einer bestimmten Zeit ankommen muss. Hab schon auch irgendwie was damit zu tun. Ach, scheiß auf die paar Dinger. Keine Ahnung, gucken wir mal. Jetzt auf dann auch gut. Ja, war noch nicht hier, wo sich der Weg trennt, oder? Ich weiß halt nicht mehr. Ha. Da wird mal hingekriegt, das Ding zu umgehen. Sehr schön. Ich irgendwie 1 Million mal besser spiele als sonst, ne? Okay, ich hatte jetzt auch offscreen eine Stunde versucht, hier einige Edelsteine zu bekommen, was geklappt hat. Und würde sagen, ich bin schon ein bisschen eintrainiert. Verdammt. Erstmal hat das geklappt. Keine Ahnung, ich würde ehrlich gesagt gerne hier. Ach, was zum Teufel? Alle Dinger bekommen. Was? 62 von. Null. Ich habe so eine Idee jetzt gerade. Weißt du, dass ich keine einzige Kiste kaputt machen darf? Okay, jetzt habe ich einen guten Hinweis bekommen, habe ich so das Gefühl. Schon 62 von 0. Okay, jetzt bin ich so weit von sicher, dass ich hier nichts kaputt machen soll. Ne. Was? Was schon sagen?
Noch mal keine Kiste, aber da muss ich doch hier irgendwie einen blauen Edelstein bekommen, ne? Nein, ich habe nichts nachgeguckt oder so. Ich will das alles irgendwie selber herausfinden. Ich werde das schon irgendwie schaffen. Ich meine, ist doch nicht unmöglich, oder? Das Spiel wurde auf Kinder losgelassen, also die werden das da auch irgendwie gelöst haben. Weil das war ein guter Hinweis jetzt. 62 von 0. Was? Okay. Das war schon gemein. So. Kann nicht die ganze Zeit klappen. Geh weg. Geh weg. Ich will euch gar nicht. Ach Mann. Das ist auch schon eine kleine extreme Aufgabe. Ich meine, so leicht ist das jetzt eigentlich auch nicht. Vor allem diese einen Stelle schon, ne? Das war schon ein bisschen gemein. Boah, das klappt. Ich meine, nächstes Mal immer. Das ist auch irgendwie das erste Mal, dass ich auf der Suche bin nach solchen Edelsteinen. Ich habe die irgendwie nie gesammelt. Früher in Crash Bandicoot 3 und all sowas. Yay! Bams! Da war gut. Ah, oh, sehr schön. Wir haben einen blauen Edelstein bekommen. Geil. Ja, ich fühle mich jetzt voll besonders. Hoho! Da wird getanzt, jawohl. Er ist wieder verdient. Den habe ich mir verdient. Crash-tastisch! Noch keine Cutscene? Okay. So, jetzt haben wir mal so einen besonderen Edelstein, finde ich, und davon noch 1% wert. Was? Hier ist ein roter Edelstein. Was müssen wir da machen? Vielleicht wird der am Ziel auch irgendwie was verraten. Keine Ahnung. Also irgendwie muss man ja drauf kommen. Der Tipp war ja wohl eindeutig, dass man 0 haben sollte. Warum mache ich eigentlich? Ich muss da nicht alles kaputt machen. Also entweder muss man irgendwie einen bestimmten Bereich finden, oder man muss zu einer Plattform nicht sterben. Das sind so meine Vermutungen, was man machen muss. Weiß ich nicht, ich habe mir auch schon lange, bevor ich das Spiel hier Let's Played habe, schon Let's Plays geguckt davon, aber da habe ich mir natürlich nicht jede Einzelheit gemerkt, wie man was macht und so. Weiß davon zum Beispiel irgendwie, dass man irgendwo runterfallen muss, in den Ort habe ich so gefunden. Und ja, da, wie komme ich da hin? Irgendwo muss eine Plattform sein. Also ich weiß zum Beispiel von da aus, dass man nirgendwo runterfallen muss. Das, ah. Aber so eine einfache Sache wie keine Kisten kaputt zu machen, das weiß ich nicht, das finde ich, hätte auch eigentlich mein Gehirn festsetzen müssen. Hat's aber nicht. Also ich bin nicht gestorben. Ich sehe auch nicht wirklich irgendwo. Boah, hab ich mal einen Kratzer bekommen. Jetzt nicht irgendwie, wie ich zum roten Edelstein komme. Da ist auch irgendwie kein Tipp. Okay, keine Ahnung. Vielleicht ist er wieder so. So ein Level, wo man hier in diesen geheimen Warp Room kommt und weiß ich nicht. Da muss man irgendwie. Ich weiß nicht. Versuch mal den hier. Da muss man irgendwie. Jetzt bin ich vollkommen von der Bahn. So, hier müssen wir das versuchen, wo ich von Anfang bis Ende in einer bestimmten Zeit kommen muss. Ja, irgendwann startet ja so ein Timer. Sehr gut. Da kann ich auf so ein Dings brauchen. War überhaupt gut, den Checkpoint zu aktivieren? Wie? Ach Mann. So, irgendwo ist hier ein Bonus-Game, glaube ich.
Tu mal nicht das Ding aktivieren, weil dann müsste ich ja wieder davor aufhören, dann müsste der Timer wieder starten, ne? Warte. Okay. Ich nehme lieber das. Da muss ich einfach nur das erreichen. So, ich habe jetzt alle Kisten gesammelt, ey, voll Idioten. Da müssen der Timer eigentlich immer noch da. Keine Ahnung, ich komme einfach mal ein bisschen. Ja, genau. Zum Ende. Wieso sammle ich die eigentlich alle? Was? Man klappt das nicht mehr. Hilfe. Nein, ah, okay. Nein. Okay, ich hoffe, ich komme wieder da, wo ich brauch. Dingen. Oh mein, okay. Boah. Ich glaube, ich komme wieder da raus, wo ich auch rausgekommen bin, weil... Ich dachte jetzt wirklich, ja, super. Ist man da oben? Kommst du da nicht hin? Ja, super, ich habe das schon vermasselt eigentlich. Nochmal zurück, ich... muss mich mal darauf konzentrieren, ich muss alle Kisten bekommen. Wir kümmern uns jetzt erstmal um den Edelstein, wo man alle Kisten braucht. Dafür muss ich erstmal alle auf dem Weg bis dahin erledigen. Ah ja, ich habe den blauen Edelstein, das bedeutet dann, ich habe Dingens hier. Ich habe den Weg geöffnet, ne? Wusste ich doch, also wenn man die Edelsteine hat, dann bekommt man, kommt man also dahin. Gut zu wissen. Ich habe mich um sowas nie gekümmert. Ja, ey, ganz ehrlich. Oh, das war gut. Oh, hat geklappt. Dann konzentrieren wir uns mal auf alle Kisten. Scheiß auf den Counter. Der Counter ist scheiße. Der ist mir scheißegal. Scheiße. So. Ja, alle Kisten. Nein, das Ganze noch mal eigentlich. Da war schon wieder totalste Zeitverschwendung. Aber was soll's. Ja, dann muss ich das hier auch wieder machen. Beim die Level habe ich ja auch offscreen gemacht, aber ja, da ist natürlich nicht den blauen Edelstein, konnte ich nichts mit anfangen hier. Der Level. Ich habe wieder 31 Leben. What? Also ja, ist schon gut. Ich habe irgendwie nur 2 Leben, irgendwie 74%, glaube ich, oder 73 oder 72, keine Ahnung. Nachdem ich den einen Edelstein gefunden habe, habe ich weiß nicht, 75% gehabt. Jetzt habe ich mal 76%, genau. So, jetzt das Ganze noch mal hier. Ich hoffe danach, wenn ich hier alles gemacht habe, fehlt mir aber immer noch nicht irgendwo was. Das wäre doof. Weil dann werde ich das offscreen machen, weil noch mal hier durch die Gegend zu rennen, wäre auch doof. Oder ich schneide irgendwie, was weiß ich. Wäre mir schon irgendwas einfallen lassen, ich bin ein cleveres Kerlchen. Jetzt pass auf, jetzt fahre ich da runter. Ja. Ach. Oh Gott.
bin sofort mal die Bonuslevel nicht mehr. Das ist ganz ehrlich. Der ist direkt vor. Ja, und jetzt wird er wieder unnötig gezogen, verdammt. Leck mich. So, rein da. Hup. Abgezogen. Hup. Ups. Schon da knapp. So, ich muss mal gucken, wie viel ich danach hab hier, wenn ich fertig bin. So, oh, hier ist ein Checkpoint, genau. Also ist halt nicht mehr so schlimm. Babs. Ich würde gleich alle auf einmal über. Das war knapp. So. Ja. Ach man, sei mal eine fehlen. Und das ist gut. Das war nicht gut. Das musste unbedingt noch passieren, ne? Ja. Oh Mann. Da. Was sagt man? Ey. Ich muss jetzt schon wieder so schnell machen, ne? Kann man nicht wieder abwarten. Oh Mann. Zack. So. Nein. So, jetzt langsam. Ich habe gesagt langsam. Mach langsam, verdammt. So. Das sind. Wie viele waren das? 25, also 40, okay. Ich hoffe wirklich, ich habe dann alle Werder. Ich musste da irgendwie rüberspringen. Das geht doch gar nicht. Wie viel mir gefehlt haben dann jetzt mal. Das spielen ja Jahrzehnte her. Und über dann gefehlt. Und dann gefehlt. Und Checkpoint, das ist sehr gut. Da stand hier nicht zwei Counter dazu. Das hat mich verwirrt. Da ist halt nur einer. Was hat keiner mehr? Die Secrets, die haben sich. Haben schon was in sich, ne? Finde ich. Jo. Da, Checkpoint. Nein, okay. Level Ende. Oh Gott sei Dank. Bam, so. Hat Ende. War schon wieder genug Hektik und Stress. Jetzt mache ich noch das hier, wo war, weiß ich nicht. Wo war. Innerhalb der Zeit machen müssen. Oh, oh, oh. Den Tanz werde ich nie wegdrücken. Ich kann ihn auch, glaube ich, gar nicht wegdrücken. Doch, irgendwie konnte ich ihn jetzt wegdrücken. Verdammt. Das war jetzt so nicht geplant. Egal, spreche nochmal. Ich wage es kaum zu ich wage es kaum zu sagen, weil wir haben sogar etwas Fortschritt gemacht. Ja. Dann würde ich sagen, ich mache hier einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Crash Bandicoot 2. Cortex schlägt zurück. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.